Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Ey, Sandy, du bist im Burgerladen eingepennt. Ach, nerv mich nicht, du blöder Villager. Hä, blöder Villager? Ich bin seine Freundin. Hä, Marie, du bist es ja. Oh nein, oh nein. Wo bin ich denn eingepennt? Verdammt nochmal, ich bin im Burgerland eingepennt. Was geht denn hier, ey? Ey, was bist du denn für ein Trottel? Ha? Was zum Teufel mache ich hier? Wieso bin ich hier einfach eingepennt? Oh, hey, Freunde. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ich bin hier gerade in meinem Burgerland verdammt nochmal aufgewacht. Wieso auch immer ich hier gepennt habe. Das kann ja wohl nicht sein. Und hey Marie, was machst du denn hier? Wo warst du den ganzen Tag? Ich war ganz alleine zu Hause. Was bist du für ein Freund? Es reicht mir. Ich habe hier beim Burgerland gepennt. Ich weiß auch nicht wieso. Bin ich ja richtig beim Friseur? Oh, das ist hier der Burgerland. Jetzt hau ab hier. Meine Güte, das kann ja nicht sein. Hier nix da Friseur. Oh Gott, Marie, es tut mir sowas von leid. Ich weiß nicht, wieso ich hier eingepennt bin. Sandy, ich habe den ganzen Tag gewartet. Du hast versprochen, dass du zu mir kommst. Ich habe keine Lust mehr auf solche Spielchen. Was soll das? Schaut euch den Volltrottel mal an. Seine Freundin macht jetzt Schluss mit ihm. Ruhe da drüben auf den Billingplätzen. Es gibt keinen Burger. Marie, es tut mir total leid. Was machst du wieder hier? Ich hätte gern einmal meine Seiten kurz geschnitten. Es reicht mir jetzt mit dir, meine Güte. Das kann ja wohl nicht sein. Sandy, ich werde jetzt gehen. Ich bin echt enttäuscht von dir. Nein, Marie, warte. Und sie ist gegangen. Nein, Marie. Oh, das kann doch nicht sein. Nur weil ich hier im Burgerland gepennt habe. Och, Mist. Und ey, ihr dummen Villager. Was wollt ihr? Hey, Kollege, was willst du denn jetzt hier? Also, ich hätte gerne 2 Pommes und 3 Cola. Ja, das meine ich zwar nicht damit, aber naja, okay, dann würde ich sagen, komm, wir geben ganz, ganz schnell die Bestellung auf. 2 Burger und 2 Cola. Ich würde sagen, ey, der will noch ein ganzes Menü bestimmt. Pommes darf natürlich auch nicht fehlen. Runter hier vorne, ist immer noch kein Friseur. Meine Güte, und Marie ist jetzt einfach weggegangen, Freunde. Sie ist jetzt total enttäuscht von mir, aber ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was wir dagegen machen können. Ich würde sagen, als erstes hier, bitteschön, habt ihr auf jeden Fall hier Cola, bitteschön. Das Ganze macht 50 Diamanten einmal. Das Ganze war aber auch schon mal günstiger, oder, Peter? Redet ihr mal nicht so viel, ihr Villager. So 15 Diamanten habe ich auf jeden Fall bekommen. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt den Burgerladen. Wir müssen jetzt wieder zusehen, wie wir wieder an Marie zurückkommen. An unsere Millionärsfreundin. Oh Mann, sie ist jetzt total enttäuscht von mir. Aber ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, schon eine Idee. Wir werden nämlich jetzt in mein Haus gehen. Und heute ist der Tag gekommen, Freunde, wo ich endlich meiner Freundin Marie einen Heiratsantrag machen werde. Oh ja, dafür würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt ganz, ganz schick an. Let's go. Schaut euch das Ganze mal an. Zack, zack, zack. Und wir haben natürlich hier unseren Ring am Start. Und wir werden hier jetzt einen Antrag machen und wir werden heiraten. Also hoffe ich. Es sei denn, sie sagt, nö, aber das hoffe ich natürlich nicht. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall hier schick, schick gekleidet. Und Freunde, schreibt auch jetzt eine 1 in die Kommentare. Alle eine 1 in die Kommentare. Wenn du willst, dass wir jetzt Marie, das reiche Mädchen, heiraten willst, dann schreib eine 2 in die Kommentare. Aber wenn du Lust hast, dass wir auf jeden Fall ein Paar werden, dann lass mich auch jetzt gerne einen Daumen nach oben. Also alle das Video liken, Freunde. 3, 2, als sie jetzt im Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich richtig doll freuen. Oh, was? Du willst heiraten? Ja, natürlich will ich heiraten, ey. Und hast du irgendwas dagegen? Ey, Kollege, weißt du, wo der Friseur ist? Wir haben hier keinen Friseur im Dorf. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Aber ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, alles wird klappen. Da wohnt hier meine reiche Freundin, das Millionärsmädchen Marie. Und wir werden jetzt einen Heiratsantrag machen. Und ich hoffe, sie wird mir verzeihen. Und klopf und hallo. Hey, Sandy, was willst du denn hier? Marie, ich wollte mich entschuldigen, dass ich letzte Nacht beim Burgerladen gepennt habe die ganze Zeit. Und ja, dass du alleine hier warst die ganze Zeit. Aber ich meine, wir kennen uns doch schon sowas von lange, weißt du? Und ich mag dich wirklich. Ja, okay, ich nehme die Entschuldigung an. Ich mag dich auch. Was ist denn? Also, Marie, ich wollte dich eigentlich fragen. Ich trau mich nicht. Sollen wir einen Burger bestellen? Was, einen Burger bestellen? Wie meinst du das? Ja, ich trau mich nicht. Egal. Ich würde sagen, Marie, nein. Vergiss den Burger. Vergiss alles. Ich wollte dich fragen, Marie, willst du mich heiraten? Sandy, was? Oh mein Gott, ja, natürlich will ich. Oh yeah, let's go. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Sie hat ja gesagt, das bedeutet das Millionärsmädchen Marie und ich werden heiraten. Oh mein Gott, ich freue mich schon super sehr drauf. Ich habe so lange drauf gewartet, dass du mich das fragst, aber endlich werden wir jetzt heiraten. Ich freue mich schon. Oh ja, Marie, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, wir machen sofort fertig und dann werden wir heiraten. Wann werden wir denn heiraten? Jetzt. Let's go. Komm, Marie. Wir machen uns schick. Ich würde sagen, ich warte schon mal im Auto auf dich, Freunde. Und wir fahren jetzt zu unserer Hochzeit. Let's go.
Und wir sind angekommen, Marie. Da sind wir angekommen. Die Hochzeit. Schaut euch das mal an, Freunde. Alle Gäste sind schon da. Oh, was geht denn da ab? Oh, Sandy, ich bin total aufgeregt schon. Du musst auch nicht aufgeregt sein. Das wird total klasse. Ich meine, schaut euch mal an, Freunde. Wir sind sowas von schick gekleidet. Marie natürlich in ihrem Hochzeitskleid. Ja, wie findest du, sehe ich aus? Ja, geht so, ne? Hey, Sandy, mach jetzt keinen Quatsch. Nein, Spaß, du siehst super aus. Aber ich würde sagen, komm, komm, komm. Die ganzen Gäste sind schon da. Die ganzen Autos, alle Leute haben hier schon geparkt. Die Villager sind schon da. Und wir werden jetzt heiraten, Marie. Komm, komm, komm. Und schau dir das mal an. Alles ist schon vorbereitet. Liebes Publikum, wir haben uns heute im Dorf versammelt, um das Zusammenkommen von zwei wunderbaren Menschen begrüßen zu dürfen. Diese zwei Menschen sind Sentex und Marie, die sich am heutigen Tag die ewige Liebe schwören werden. Und dort hinten sehe ich schon, sie kommen an, die Braut und der Bräutigam. Einen herzlichen Applaus für Sentex und Marie. Jo, Mentex und Sari. Hey du Idiot, hier heißen Sentex und Marie. Oh Mist, Sentex und Marie, juhu. Oh ja, komm, 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 Marie. Oh mein Gott, die ganzen Leute, vielen, vielen Dank für den ganzen Applaus. Die Leute erwarten schon uns. Hey, schönen guten Tag und sie werden uns heute zusammenbringen, stimmt es? Ja, genau. Sie werden sich heute die ewige Liebe schwören und ich sehe schon, sie sind sehr schick gekleidet. Oh ja, vielen, vielen Dank. Okay, Marie, ich bin total aufgeregt. Ja, Sandy, ich auch, aber ja, ich bin auch total aufgeregt. Dann würde ich sagen, wir fangen sofort an mit der Hochzeit. Auf der einen Seite haben wir Sentex und auf der anderen Seite haben wir Marie. Ja, das bin ich. Oh, Sandy, oh, wie wir jetzt zusammenkommen. Oh ja, Marie, ich bin auch schon total aufgeregt und die Villager warten schon drauf. Und diese zwei Menschen werden sich am heutigen Tag die ewige Liebe schwören. Und damit frage ich zuerst Sie, Sentex. Schwören Sie, Marie, die ewige Liebe und wollen Sie, dass Marie ihre Frau wird? Also ich weiß ja nicht so recht. Also auf der einen Seite würde ich sagen, gibt es viele Vorteile und... Sag einfach ja! Und ja, natürlich möchte ich das. Und hiermit frage ich auch Sie, Marie. Möchten Sie die ewige Liebe an Sentex schwören? Und möchten Sie, dass Sentex Ihr Mann wird? Natürlich, ich will. Ihr habt beide ja gesagt, das bedeutet, ab heute wird euch nichts auseinanderbringen. Und ihr seid ab heute Mann und Frau. Ja, Sandy, das ist der schönste Moment in meinem Leben. Oh ja, Marie, das ist total klasse. Freunde, Marie, das reiche Mädchen und ich haben jetzt wirklich geheiratet. Let's go. Schade, ich wollte eigentlich Marie heiraten. Alte Gruppe, Marie ist mein Mädchen. Hey, wer hat das gerade gesagt? Naja, aber trotzdem vielen, vielen Dank für den ganzen Applaus. Freude auch, vielen, vielen Dank für die ganzen Likes und alles Mögliche. Wir haben jetzt wirklich geheiratet, aber warte mal, wo ist eigentlich Vitamine? Und oh, wir haben vergessen, Vitamine einzuladen. Denti, da bin ich hier aber. Hey, du hast mich vergessen, zu deiner Hochzeit einzuladen. Oh mein Gott, Vitamine, es tut mir wirklich total leid, ey. Ich hab's wirklich total vergessen. Hey, wie kannst du mich denn vergessen? Du Schusselkopf, deinen besten Freund, ey. Was ist das denn für ein Freund, der vergisst, seinen besten Freund zur Hochzeit einzuladen? Oh, was ein Trottel. Das habe ich genau gehört, ey. Ich zieh gleich deine Nase lang, hast du verstanden? Oh. Okay, tut mir leid. Oh, Sandy, ich hab die ganze Hochzeit verpasst, oder wie? Ja, kann man so sagen. Oh, tut mir leid. Oh mein Gott, wie konnte ich denn Vitamine einfach vergessen einzuladen? Was ist denn da los? Aber naja, ich würde sagen, Marie, komm, komm, komm. Wir sind jetzt fertig. Wir sind jetzt Mann und Frau. Ja, endlich. Auf diesen Tag habe ich so lange gewartet. Und dann würde ich sagen, komm, 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 wir gehen jetzt sofort und, warte mal, hey, da hupt doch die ganze Zeit irgendein Auto oder sowas, hört ihr das auf, Freude? Marie, du wartest hier, ich gehe mal ganz kurz nachschauen. Ja, Sandy, ich warte hier. Yo, Villager, jetzt geht die Party ab, schwingt eure Tanzbeine. Vitamine geht schon voll ab, ey. Hey, Idioten, tanz doch mal endlich. Okay. Ja, Vitamine, wir fangen gleich an zu tanzen. Aber von hier, hier kommen die ganze Zeit so Hubgeräusche raus. Hey, hier hat doch die ganze Zeit einer gehupt oder irgendwie sowas. Warte mal, aber im Auto ist keiner drin. Ist der ausgestiegen oder was? Hey. Das war ja wirklich total merkwürdig. Aber warte mal, das ist wirklich auch wer ausgestiegen. Und, warte mal, Sandy, was machst du denn hier? Hey, Sandy, ich sehe schon, du heiratest gerade mit deiner neuen Freundin. Wir haben uns doch getrennt, Sandy. Ich dachte, du warst bei der Stadt. Was machst du hier? Was willst du hier? Ja, ich war nur kurz bei der Stadt und direkt eine neue Freundin haben. Ist klar, Santi. Lass mich in Ruhe, Santi. Du hast dich doch von mir getrennt und hast einen neuen Freund gehabt und bist einfach abgehauen. Oh, jetzt ganz, ganz, ganz schnell weg, Freunde. Was geht denn da? Oh mein Gott. Marie, komm ganz, ganz schnell mit. Wir haben ein Problem. Hey, wir wollten doch ein bisschen tanzen.
Und tanzt denn keiner mit mir? Ja, wir haben ein ganz kleines Problem, ich würde sagen. Oh, ganz, ganz schnell. Oh mein Gott, was geht ab? Weil, wer ist das da hinten? Das ist die Ex-Freundin. Was passiert hier? Deine Ex-Freundin? Renn, Sandy! Komm, Marie, ganz, ganz schnell. Wir hauen jetzt sofort ab. Oh mein Gott, ganz, ganz schnell. Nix, alles gut. Oh mein Gott, was passiert hier? Die Hochzeit ist doch komplett in die Hose gegangen am Ende. Santine war einfach hier. Oh, Marie, komm. Oh mein Gott, zum Glück sind wir jetzt hier weggelaufen. Was war das denn? Wie, du hast eine Ex-Freundin? Wer war das Mädchen? Marie, ich habe dir eins nicht erzählt. Ich hatte vorher auch eine Freundin gehabt. Santine war ihr Name. Und sie ist jetzt auch zur Hochzeit gekommen. Ich wusste nicht, ich habe sie nicht eingeladen. Ich weiß nicht, woher sie wusste, dass wir heiraten. Wieso hast du mir davon nichts erzählt? Ja, es tut mir wirklich total leid. Ich konnte es dir einfach nicht erzählen. Aber naja, wir sind ja jetzt ein Paar. Und ja, das war meine alte Freundin. Ich werde mit dir nicht zusammenkommen. Keine Sorge. Okay, Sandy, du hast ja recht. Lass uns jetzt nicht den schönen Tag noch ruinieren. Aber wir sind jetzt ein Paar. Oh ja, wir sind jetzt ein Paar. Freunde, was ging denn da? Meine neue Freundin Marie, das Millionärsmädchen und ich haben jetzt wirklich geheiratet. Und am Ende ist einfach noch Santine gekommen. Das ist doch fast eskaliert, ey. Was geht denn da ab? Aber dann würde ich sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.